Oh, Monte ruft an. Oh. Jetzt kommt das Thema Monte. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass Monte neue Gönnergy-Sorten rausgebracht hat, oder? Ja. Und da kam am Freitag... Nee, doch. Am Freitag habe ich ein Paket verpasst. Dann habe ich da angerufen. Das Paket kam gestern nochmal an. Ich muss euch jetzt mal was zeigen. Da muss ich jetzt auch alle Lichter anmachen. Alexa, alle Lichter an. Ihr wisst ja, dass Monte mir vor einiger Zeit diesen Koffer geschenkt hat. Ihr habt ja das Video vielleicht gesehen, oder? Digga, Monte, du bist am Start. Ich dachte, ich sehe dich richtig. Alter, ihr habt es ja gesehen. Ich erwähne nochmal, ich glaube, ich habe es 1000 Mal im Stream erwähnt, das ist ein Remover-Koffer, der kostet 1000 Euro. Also, ein krasser Koffer. Monte hat mir diesen Koffer vor einiger Zeit geschenkt, dann hat es gestern geklingelt. Digga, ich dachte, er will mich verarschen. Ey, haltet euch jetzt fest. Ich dachte, der will mich verarschen. Junge, was zum Teufel? Ein zweiter Remover-Koffer? Dieser scheiß Koffer kostet 1500 oder 1600 Euro. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, wo ich dieses Paket aufmache. Jetzt habe ich ein komplettes Reiseset mit Gönnergy-Koffern. Ist das geil? An dieser Stelle kann ich hier erstmal erwähnen, das ist wirklich krass. Deswegen nochmal hier, Monto, bist ja gerade noch da. Bin gut hyped auf die neuen Sorten. Ich wollte jetzt eigentlich gleich probieren. Also ich wollte den Koffer aufmachen und wollte die jetzt eigentlich probieren. Um zu gucken, wie sie schmecken. Kurzer Fun. Mann, Monte. Ich muss sie unter denselben Testbedingungen wie letztes Mal trinken. Und das werde ich auch machen. Übertreib es nicht. Kannst du bitte für die nächsten 30 Minuten nicht kommen? Ich will hier nicht irgendwas von dir trinken, wo ich weiß, du bist live dabei. Und wenn es mir nicht schmeckt, ist es mir noch unangenehmer. Nee. Kurzer Funfact zur Situation. Ich hole den Koffer wieder ab. Komm vorbei, mein Lieber. Nee. Was wollte ich noch sagen? Das war so böse. Ich mache ja immer so, bevor der Stream startet, hole ich mir immer so Energy. Und ich hatte erst so Red Bull stehen und dachte mir, Alter, das passt überhaupt nicht. Das war irgendwie böse und deswegen habe ich so schnell mal gewechselt, weil das wäre jetzt irgendwie auch komisch gekommen in der Situation. Naja, jedenfalls um auf den Punkt der Dinge zu kommen, ich habe jetzt zweimal den Gönnergy-Koffer, einmal klein und einmal groß. Ist aber auch geil überdacht. Also es ist ja wirklich geil überdacht. Jetzt habe ich ja wirklich ein komplettes Reiseset. Das ist geil, ich feiere das. Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, was hier für ein Wert steht. Also Monte, nochmal. Dankeschön, das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß ja, dass du das nicht an 2000 Leute verschickst. So, das sind ja gar nicht so viele Leute, die diese Koffer bekommen. So, und ich bin da sehr dankbar, dass ich einer von nicht ganz so vielen Leuten bin. Ja. Dann machen wir den mal auf. So, ich hoffe, hierbei handelt es... Oh, Junge, ist ja so... Ach nee, andersrum. Okay, man muss sie nach außen drücken und dann gehen die auf. Seid ihr bereit, Leute? Zum Aufmachen dieses Koffers. Seid ihr ready? Ich will ja den vollsten Chat in meinem ganzen Leben sehen. Wichtig. Okay, wir machen diesen Koffer in 3. Ich habe den noch nicht aufgemacht. 2, 1... Oh, ui, Memo. Hier befindet sich dann wahrscheinlich... Was ist das? Wieso ist denn das hier so fest? Hä? Oh, nee. Oh, Gott. So. Was haben wir denn hier? Limited Edition One bei Monte. Ist hier die Adresse drauf? Nee, gut. Ja, das ist hier drin. Gönnergy in den Kühlschrank, eiskalt genießen. Allen erzählen, wie lecker es ist. Auszeit gönnen. Ja, und hier ist tatsächlich auch die grafische Darstellung. Vielen Dank für deinen Support. Als kleines Dankeschön für deine Unterstützung beim Launch im letzten Sommer machen wir heute dein Remover-Set komplett. Das ist wirklich, also, das ist nicht selbstverständlich. Guck mal, ich habe ja auch Content daraus gezogen. Das ist ja nicht nur so, dass ich gegeben habe, sondern ich habe ja auch 700.000 Aufrufe zurückbekommen. Er hat auf mich reagiert. Das war ja auch viel Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe. Und dafür... Ist das schon eine geile Sache? Wie gesagt, wir reden hier von einem Set, das irgendwie insgesamt 2500 Euro kostet. So, weißt du, das ist schon krass. Also Remover, einer der führenden Reisekoffer-Dinger. Jedenfalls, das ist jetzt auf der einen Seite drin.
Coole Sache. Das sind hier. Oh, stimmt. Habe ich mich gar nicht weiter mit auseinandergesetzt. White Peach. Ja, also wir haben hier einmal Gönnergy. White Peach. Und wir haben hier Juneberry Jam. Und wir haben hier einmal Sweet Peach. Nein, Sweet Lemon. Ich bin gespannt. Ich setze es jetzt ab. 3, 2, 1. Ui. Oh. Was hat er, was ich nicht habe? Oh. Alter Schwede. Da ist es. Alter, die sind überkalt. Hä? Kann man übrigens rausnehmen, also für die Leute, die denken, dass man den Koffer privat nicht mehr nutzen kann. Du nimmst es einfach raus und dann kannst du den privat nutzen. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Oh. Sind die eigentlich schon im Handel? Nein, die sind noch gar nicht im Handel. Das bedeutet, ich trinke hier gerade was ihr alle gar nicht nachempfinden könnt. So, meine Damen und Herren. Hier wird es jetzt gleich wieder ein nicht unter Druck gesetztes Review zu den neuen Gönnergy-Sorten geben. Und ich werde euch auch echt darauf antworten, ohne dass ich... Ja, ich mache ja schon Monte. bei der letzten gab's das Blaue und das Rote. Und das Rote war ja für mich so eher nicht so. Dafür aber das Blaue und das Gelbe, die waren top. Die trinke ich ja bis heute immer noch ab und zu. Alter, ich bin echt aufgeregt jetzt. Das ist jetzt ein sehr besonderer Moment. Ich werde jetzt als erstes Gönnergy White Peach aufmachen. Wir fangen an. Druckgefühl in der Dose. Haptik ist gut. Haptik ist sehr gut. Druck zum Aufmachen. Ja, doch. Gibt leicht nach. Gut. Ein Geruch strömt heraus, aber verlässt sofort wieder die Umgebungsluft. Aber es ist so wie eine Explosion. Eine Explosion strahlt hier aus mit seiner Schallwelle und dann hört es wieder auf. So war das gerade, so als ob... Mann, ihr wisst doch, wie ich Reviews mache. Lasst mich doch mal. Ich riech's gerade nicht mehr. Die sind sehr kalt. Also die sind deutlich kälter als die. Aber wirklich. Ich habe die nicht extra gekühlt, aber die sind sehr kalt, so dass ich denke, dass man gut argumentieren kann. Ich setze jetzt an. Haptik ist wie gesagt sehr gut. Ich gehe jetzt mit der Nase an die Öffnung der Dose heran. Mann! Riecht für mich erstmal wie Eistee. Also hat für mich einen leichten Touch von Pfirsich-Eistee. Ist ja irgendwie auch klar, dass da ein Zusammenhang wahrscheinlich auch mithängt. Aber da ist noch ein Teil bei dem ich nicht zuordnen kann. 49er unterstrich Berlin hat 1 Subs verschenkt. Also ein sehr bekannter Geruch ist dabei und der andere ist so ein bisschen... Ich setze jetzt an. Geruch ein bisschen wie Eistee, aber da ist noch was auf der anderen Seite, was ich nicht zuordnen kann. Da bin ich wieder zu dämlich für, weil ich auch kein extremer Experte bin. Aber wir fangen jetzt mal an. Ja. Interessant. Also es ist ein Energy, aber es hat irgendwie dieses Eistee-Feeling. Dieses Eistee-Sparkling, das was er immer gemocht hat. Dieses Lipton-Sparkling, aber nicht zu doll. Lipton-Sparkling mag ich überhaupt nicht, weil da ist ja Kohlensäure. Die Kohlensäure-Menge, die ist mir zu viel. Das ist mir zu sehr Sparkling. Hier aber, bis jetzt... Es hat halt auf mich... Das soll aber noch ein Energy sein, oder? Für mich schmeckt's wie Eistee. Volle Menge Energy drin, das ist krass. Also es schmeckt für mich wie Eistee. Es ist nicht zu süß. Kann ich nichts gegen sagen. Es ist tatsächlich, also es ist, man hat nicht das Gefühl, dass man hier ein Energy trinkt. Bin ich jetzt bei dem der Meinung. Keine Ahnung, ob er das jetzt hören will oder nicht. Aber für mich schmeckt es... Also ja, man hat einen leichten Touch, es schmeckt nicht 1:1 wie Eistee, aber es gibt einen schon 90% das Feeling. Natürlich ist es ist ein Energy, doch genau das so wie ein Softdrink. Okay, hat er selbst gesagt, okay, habe ich nicht mitbekommen. Ist auch nicht zu süß, kann man trinken. Ist sehr angenehm. Ich bin ehrlich, ich bin kein Fan von Eistee Sparkling. Das ist jetzt noch,
es ist noch perfekt dosiert. Wenn es jetzt mehr, wenn es jetzt noch mehr Kohlensäure hätte, dann würde es wahrscheinlich schwierig werden, weil ich mag dieses extreme Sparkling nicht. Aber hier ist es so Medium. Das ist gut. Okay, also White Peach kann ich empfehlen. Würde ich mir wieder kaufen. Kann ich empfehlen und finde ich interessant, dass es ein Energy ist, aber eigentlich wie Eistee schmeckt. Natürlich, man schmeckt den Süßstoff, so, den halt so dieses typische Gefühl von Gönnergy gibt, aber es schmeckt schon sehr, also schon eher wie ein Eistee. Das ist schon interessant, wieder kaufen. Ja, Monta, also ich habe auch kein Problem damit, dass ich es mir vielleicht nicht selbst kaufen muss. Das ist von mir vom Geschmackslevel auf einer selben Ebene mit dem blauen und mit dem gelben hier. Also das würde ich zu den Dingen, das würde ich zu den Gönnergys einreihen, die ich mir wiederholen würde. Ich habe Angst, Alter. Sweet Lemon. Sweet Lemon oder Juneberry Jam? Ja, so 8 von 10, 9 von 10. Ich weiß nicht mehr, was ich hier damals für eine Bewertung gegeben habe. Lila zum Schluss, okay. Nein, dann machen wir erst den grünen auf. Hier habe ich ein bisschen Angst tatsächlich, weil ich mag Lemon schon. Was stelle ich mir jetzt an erster Stelle vor? Ich habe gleich so diesen Sprite-Geschmack im Mund. Ich bin gespannt. Mal. Dann probieren wir jetzt Sweet Lemon aus. Ei, Gürkchenie, dankeschön. Magst du Sprite? Ich trinke es jetzt nicht so oft, aber Sprite ist in Ordnung, ja. Also ist jetzt, das ist jetzt nichts, was ich mir kästenweise nach Hause holen würde, aber man kann es trinken. Also wenn der Anlass dafür gegeben ist, so, dann kann man das trinken. Also die Frage lässt mich wahrscheinlich schon in eine Orientierungsrichtung schon blicken. So, selber. Haptik ist natürlich überall das Gleiche. Also es ist ja immer die gleiche Dosenform, da wird sich nicht viel verändern. Wir machen sie auf. Muss man wieder denselben Kraftaufwand verwenden. Ja. Keine Schallwelle zu verspüren, keine Geruchsschallwelle, das kam jetzt nicht. Wie jetzt gerade bei dem Pfirsich, der so ausgestoßen ist, den nehme ich gerade nicht wahr. Okay, ich nehme die Dose und werde jetzt langsam mit meiner Nase auf einen Zentimeter heranstoßen. Ja. Es ist immer dieser... Genau wie beim Peach. Das ist wirklich so ein kranker Typ. Und ich versuche, Orientierungspunkte zu finden. Es hat sich eben nach Trinken mich angehört. Na, ich werde es ja auf jeden Fall trinken. Ich muss die alle trinken. Ich kann ja nicht wegschütten. Außer eins schmeckt mir wirklich überhaupt nicht. Ich kann es geruchstechnisch... Es ist geruchstechnisch sehr schwach. Also es ist geruchstechnisch nicht so intensiv, wie jetzt gerade bei dem Peach, das klar zuzuordnen ist. Man nimmt natürlich einen Geruch wahr, aber nicht so, dass man sofort in irgendeine Richtung gehen kann, um euch irgendwie ein Beispiel zu nennen, wie es ist. Vielleicht 10% Sprite-Geruch, aber ich kann es auch nicht genau definieren. Also es ist nicht so, dass ich die Dose aufmache und mir denke, ja klar, Sprite, auf keinen Fall. So, jetzt werde ich das erste Mal ansetzen. Doch, hat schon Sprite, geht schon in eine Sprite-Richtung, also hat schon was von der Sprite auf jeden Fall. Das ist komisch zu beschreiben. Das ist mein Empfinden gerade ist komisch zu beschreiben. Also es ist natürlich nicht 1:1 das Sprite, aber es liegt locker. Es wirkt so, als ob es leichter ist. Ich weiß nicht, ob das mit der Kohlensäure zusammenhängt. Also es schmeckt gut. Also das ist, es ist nicht schlecht. Es ist jetzt nicht so dieses wie bei dem Roten, wo ich mir sage, boah. Also es hat auf jeden Fall was. Es hat auf jeden Fall einen Touch von der Sprite, aber deutlich. Es fühlt sich eleganter an, nicht so intensiv. Das ist komisch zu beschreiben. Es ist nicht so wenn du eine Sprite trinkst, ist der Geschmack sehr intensiv. Und hier hat man auf jeden Fall ein Empfinden davon. Also eine Ähnlichkeit ist meiner Meinung nach vorhanden, die einen daran erinnern lässt, so ein wenig. Aber halt schwächer dosiert, also so angenehmer, als ich das Empfinden jetzt bei einer Sprite hätte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit fehlliege, das werdet ihr alle selbst sehen, wenn das so ist. Nö. Ist in Ordnung. Also, ja, ist in Ordnung. Also, haut mich jetzt nicht so aus den Schuhen, aber es ist auf jeden Fall etwas, wenn ich es sehen würde, würde ich es trinken.
So, weißt du, was ich meine? Also es ist nicht, es schmeckt auch nicht nach Spüli. Das hat man ja oft auch. Das hat man bei Lemon oft, dass es so, dass es spülimäßig, spülimäßig oder so. Ist das überhaupt nicht. Es ist wie so eine lockere, angenehme, so, ich kann es nicht beschreiben, Alter. Dafür bräuchte ich mehr Expertise. Es ist nicht wie eine Zitronenlimo, nein. Es ist lockerer. Es ist auch bei dem hier so locker. Die haben irgendwie so einen lockeren Touch, der halt nicht so aufdringlich im Mund liegt. Das haben die beiden auf jeden Fall gemeinsam. Die haben keine Aufdringlichkeit in sich. Genauso wie hier bei dem Sparkling. Ich finde den normalen Sparkling-Eistee als Beispiel finde ich sehr aufdringlich im Mund und nicht angenehm. Das, was Monte immer gerne trinkt, diesen Lipton-Sparkling, finde ich absolut nicht, finde ich nicht toll, weil das ist zu doll. Aber hier ist es irgendwie so, als ob es angenehm im Mund liegen will. Das hört sich dumm an, aber ihr müsst es auch verstehen, Alter. So, weißt du, das ist halt nicht einfach nur so, oh, gut, schlecht. Man kann es trinken, ich würde es trinken. Wenn ich sehe, würde ich es mir kaufen, weiß ich nicht. Es ist halt, das haut mich nicht aus den Socken, aber es schmeckt nicht schlecht. Es schmeckt auf keinen Fall schlecht, es ist gut. Aber es ist auch komisch zu beschreiben. Es hat ein bisschen was von Sprite, aber lockerer im Mund. Ich finde, Sprite ist sehr intensiv, wenn du das im Mund hast. Scheiße, man, dafür hätte man mal eine Sprite als direkten Vergleich haben sollen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Sprite ist. Aber es hat natürlich durch Lemon hat es natürlich einen Touch, der also da ist. Und es hat diese Süße nicht. Das ist auch ganz wichtig. Finde ich. Aber bin ich jetzt ein gutes Beispiel für Süße oder keine Süße? So, ich ernähre mich mein halbes Leben lang extrem süß und esse Nougatstangen oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Skala von 1 bis 10. Vom Geschmack her gut, aber daher, dass ich jetzt rein vom... Denn schon eher eine 7 von 10, weil eine 8 von 10 ist schon... Eine 8 von 10 ist, was ich mir sofort wieder kaufen würde. Das hier würde ich überall trinken, wo es stehen würde. Da würde ich sagen, kann man trinken, ist geil, flasht mich aber nicht extrem. Ich finde den Ansatz der beiden Sorten sehr interessant, dass sie sehr gut im Mund liegen. Also es ist nicht so, wie wenn du jetzt zum Beispiel in Anführungszeichen, ich will jetzt keine andere Marken, wenn du andere Energies trinkst, die sind sehr intensiv. Wisst ihr, was ich meine? Du trinkst die und die wirken sehr aggressiv. Das sind sehr aggressive Energies und die hier sind sehr, sehr angenehm im Mund. Also die haben so eine, die sind sehr angenehm, die zu trinken. Und das finde ich cool gerade. Ja, das kann man den auf jeden Fall, das kann man den beiden Sorten auf jeden Fall mitnehmen, dass sie sehr angenehm und nicht so aggressiv Kohlensäure extrem im Mund sind. Das finde ich sehr gut. Also nicht falsch verstehen, ich würde beide trinken. So, aber ich würde eher den hier, ich würde mir eher den hier, nee, das ist der andere. ich würde den hier eher kaufen als den. Aber ich würde beide trinken. Gut, jetzt kommen wir zum letzten. Juneberry Jam, das geht schon wieder in eine sehr exotische Richtung, was mir ein bisschen Angst macht. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Sieht geil aus, auf jeden Fall. Aber wir machen es jetzt mal auf. Haptik ist dasselbe. Aufmachdruck ist sehr gut. Das gibt ja auch Dosen, kennt ihr das? Die Dosen, die sind irgendwie so... Dankeschön. So, wir machen jetzt Gönnergy Juneberry Jam auf. Was ich nochmal sagen sollte zum Öffnen. Es gibt ja auch Dosen. Die gehen manchmal so schwer auf. Die gehen manchmal so schwer auf, dass du dir das abdingst. Wir machen den letzten jetzt auf. Look at this beautiful money. Ja, ich habe gerade ein bisschen wahrgenommen. Ich habe gerade ganz kurz den Geruch wahrgenommen. Aber so kurz wahrgenommen, dass ich ihn jetzt noch nicht identifizieren könnte. Ich setze jetzt an die Nase. Ich muss sagen, bei dem habe ich jetzt am meisten Angst, dass es mir vielleicht nicht gefallen könnte. Weil die Farbe suggeriert mir irgendwie sehr, 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 sehr süß. Aber mal gucken, vielleicht ist er ja auch so. Geruch sehr intensiv. Nee, also, ich muss mal den Ventilator ausmachen, das passt nicht. Bei den Faschen. Warte, ich muss noch mal... Ja, das hört sich jetzt wieder... Geruch ist sehr... Liegt sehr angenehm in der Nase. Ich will jetzt. Das ist so zu viel Positivität, Mann. Die Leute glauben nicht. Geruch ist. Liegt sehr angenehm in der Nase. Also Real Talk. Nicht übertrieben für die Nase. Ich werde es jetzt probieren. Also, erster Eindruck: Geruch nicht so intensiv, wie ich mir dachte, wie ich Angst hatte. Vielleicht geht das jetzt auch in den Geschmack über. Ich werde es jetzt probieren.
Ich muss mal ganz, ich muss sagen, das ist jetzt, das, es geht nur um eine Richtung. Tanzis Cutter spendet 5 Euro. Oh, das bringt mal langsam, ich bekomme das niemals auf 8 Minuten gestreckt für die Einnahmen. Junge! Ey, das ist wirklich, das ist der intensivste, meiner Meinung nach, der intensivste Gönnergy. Ich habe den gerade aufgemacht, der Geruch ist drumherum. Der Geruch zieht nicht wie bei allen anderen weg, sondern er ist hier. Das ist krass. Ja, der Geruch ist natürlich... Der ist hier deutlich angenehmer, der Geruch. Also ich würde sogar sagen, dass der Geruch hier schön ist. Es geht gerade nur Alter, der ist echt süß. Alter Schwede. Das ist auf jeden Fall der süßeste. Der ist nicht so locker. Der ist auf jeden Fall deutlich süßer. Gerade im hinteren Bereich merkt man den noch. So, am Anfang bleibt der auch locker und im hinteren Bereich der Zunge geht der dann auf. Das merkt man. Also ich finde die hier null, also die sind nicht... Hier hat man nicht dieses Gefühl, dass sie so übertrieben gehen. Viele meckern ja immer viel zu süß, hat man bei denen hier überhaupt nicht. Aber wie gesagt, bin ich jetzt ein Garant dafür, sowas zu entscheiden. Ich esse mein ganzes Leben lang nur Süßigkeiten. Also ich bin auf einem extrem hohen Level des Süßigkeiten. Deswegen weiß ich nicht, ob man mich als Vergleich nehmen kann, was Süße angeht. Das ist auf jeden Fall der süßeste. Alter, das ist ganz schwer. Also man kann ihn trinken. Man kann ihn auf jeden Fall trinken, so ist es nicht. Wie gesagt, ich habe gesagt, den hier... Das ist nicht böse gemeint, aber den hier würde ich zum Beispiel, den würde ich mir nicht, wenn er da stehen würde, ich würde ihn mir nicht holen. Weil der ist mir einfach, der ist mir zu intensiv, der ist mir zu süß. Der ist, der rote, das ist so mein, ein bisschen mein Feind. Es ist nicht böse gemeint, aber das ist ja, das habe ich auch schon, ich weiß ja nicht, inwiefern ich das damals in meinem Video rübergebracht habe. Das ist auf jeden Fall der süßeste. Der hat aber meiner Meinung nach auch den interessantesten Geschmack. Einen sehr schönen Geruch, der Geruch ist sehr schön. Ist für Leute was, ist auf jeden Fall was für Leute, die ein bisschen mehr Süße mögen. Also am Anfang gar nicht. Am Anfang schmeckt der locker wie der, aber der geht dann auf. Vom Geschmack. Aber für Leute, die es gerne ein bisschen lockerer haben wollen, kann ich auf jeden Fall den hier. Also auch erstmal insbesondere. Insbesondere. Für Leute, die vielleicht nicht mal so gerne Energies trinken, kann ich besonders den hier empfehlen. Also die vielleicht auch so diesen Push-Effekt da drin sehen. Gerade für Leute, die vielleicht Energies allgemein nicht trinken, weil ihnen die zu aggressiv oder zu intensiv nach Dings sind, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. White Peach, das ist auf jeden Fall was anderes als Energy. Es ist ein Energy, aber es ist vom Geschmack her was anderes als die Energies, die ich sonst auch trinke im Alltag. Also kann ich empfehlen für die Leute, die vielleicht generell Energy gar nicht mögen, aber vielleicht den Effekt von Koffein mögen oder sowas. Also das ist auf jeden Fall mein Liebling. Das ist auf jeden Fall mein absoluter Liebling. Den werde ich mir auch privat kaufen, wenn ich ihn sehe oder wenn ich ihn wahrnehme. Wenn wir Monte nicht... Den würde ich mir kaufen. Auf jeden Fall. Der, ja, 7 von 10. 8 von 10. Oder 9 von 10. 8 von 9. Ich bin gerade am Überlegen. Also jetzt müssen wir... Wir werden jetzt gleich... Ich mache jetzt gleich noch eine Aufstellung von allen 6 Energies und werde sie von 1 bis 6 positionieren. Das machen wir gleich noch. Wir werden sie gleich von 1 bis 6 positionieren. Da hole ich gleich noch den anderen, sonst habe ich ja schon alle hier. Ist auch gut, würde ich auch trinken. Auf jeden Fall. Ist aber für mich jetzt nicht so... Ich weiß nicht, ob ich mir nochmal kaufen würde. Ich glaube eher nicht. Aber er schmeckt trotzdem gut. Wenn er stehen würde irgendwo, würde ich ihn nehmen. Ich finde, das ist ein guter Geschmack. Ich beschreibe das mal so. Das hat einen Sprite-ähnlichen Touch, aber lockerer. Deutlich angenehmer und nicht dieses typische... Energy-Ding. Das ist ganz wichtig vielleicht bei den Sorten zu sagen. Außer vielleicht bei denen, der ist halt mit der intensivste. Aber die beiden neuen hier, die haben halt wirklich was nicht, meiner Meinung nach, nicht Energy-typisches. Und das ist cool dafür, dass es ein Energy ist. Also so kann ich das jetzt beschreiben. Und der ist der intensivste. Hat einen sehr schönen Geruch. Also Geruch ist wirklich schön. Ja, ich finde den besser als... Also ich würde die so positionieren. 1, 2 und 3. Nee. So. So wäre jetzt meine Position. Also der absoluter King. Also finde ich extrem krass vom Geschmack. In Anbetracht der Tatsache, dass es ein Energy ist. Ist crazy. Feier ich übel. Nö. Wie gesagt, der ist auch nicht schlecht. Aber der haut mich jetzt nicht um.
Und der ist schon, wie gesagt, wenn man es mal süßer mag, wenn man so richtig, wenn man einfach Bock drauf hat, dann ist der auch gut. Der ist ja auch gut so, wie gesagt. Den würde ich auf Platz 2 stellen. Und jetzt hole ich nochmal... Da fehlt noch der Blaue. Da fehlt doch noch der Blaue. Und dann machen wir nochmal ganz kurz ein Ranking zu allen. Das ist halt, man merkt halt, ich bin ja mal, also man merkt einen großen Unterschied zwischen den drei verschiedenen. Also es ist nicht so, es fühlt sich nicht so an, als ob alle so die, das ist komisch zu beschreiben. Also ich finde, dass die drei Dinger schon von, also. Dass die sich schon unterscheiden auf jeden Fall. Also natürlich vom Geschmack her, keine Frage, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie generell, also vom Konzept sich unterscheiden. Da weiß ich nicht, ob ich das sagen würde. Oh, oh, Monte ruft an. Oh, oh. Hallo? Jo. Warte kurz. Warte mal ganz kurz. Ich mach den Ton aus. Was ist los? Nee, brauchst du den Ton nicht ausmachen. Soll ich muten? Nein, brauchst du nicht. Empfindest du für dich den Unterschied von den Geschmäckern, also... Das hört sich komisch an, aber ich habe das Gefühl, dass die alle eine gleiche Linie fahren, aber dass die drei sich immer unterscheiden. Also ich finde, dass die drei, die alten Sorten irgendwie eine gleiche Linie haben und die neuen Sorten irgendwie eine gleiche Linie haben, aber trotzdem getrennt voneinander sind. Also ich kann es nicht beschreiben, wie ich das meine. Die sind erwachsener, finde ich jetzt persönlich. Ja, das nennst du natürlich jetzt so als Unternehmer und als Gründer davon. Ja, das kann sein. Aber ich finde, dass sie... Ja, wie... Also ich habe das Gefühl, dass der alte Gönnergy noch mehr Energy vom Geschmack ist als der neue. Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss dazu aber auch sagen, dass die neuen Geschmäcker auch von jemand Neuen gemacht worden sind. Das ist nicht der alte Produzent. Okay. Ich hätte gedacht, dass der dir lila am besten schmeckt. Als alter Eisteetrinker dachtest du, dass mir der lila am besten geschmeckt? Ich hätte gedacht, dass der lila dir am besten schmeckt, ja. Unabhängig davon, ob du alter Eisteetrinker bist oder nicht. Das ist krass. Aber also White Peach ist wirklich sehr krass. Also ich würde wahrscheinlich sogar eher von 8 auf 9, von 9 von 10 gehen, weil das, ich finde das halt, wie gesagt, ich finde das halt auch sehr interessant für Leute, die normalerweise nichts mit Energy zu tun haben, weil man hier halt wirklich wenig Empfinden von Energy hat, obwohl es einer ist. Das finde ich, also ich finde das sehr ansprechend. Und ich hatte auch erst Angst, so, weil ich bin ja kein Sparkling-Fan. Und hier ist ja auch Kohlensäure drin, aber das ist irgendwie, ich bin kein Überexperte, ich kann es halt nicht, leider nicht so beschreiben, wie es in meinem kleinen Kopf irgendwie drin ist, wie ich es gerne rüberbringen würde. Aber, ja. Ich persönlich jetzt, ganz unabhängig davon, dass es meine Sinn finde, dass keiner von den dreien ansatzweise wie ein Energy schmeckt, sondern alle eher dieses Soft-Getränk-Gefühl vermitteln. Ja. Gut, 100 Subs kommen, sage ich. Wie bitte? 100 Subs auf dem Weg, sage ich. Ach so, ja, du hast tatsächlich recht. Also muss ich an dieser Stelle mal sagen, also ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, aber tatsächlich. Ich hatte jetzt KDW ein, sage ich. Naja. Oh, ja. Gut, nee, ich, wie gesagt, du weißt ja auch noch, viele Zuschauer, hätte Kilian jetzt gesagt, dass ihn jetzt als Beispiel White Peach gar nicht schmeckt. Oder ihm von den drei Sorten keiner groß zusagt, dann wäre es natürlich etwas, was mich nicht erfreut hätte, weil ich mir natürlich erhoffe, dass es ihm schmeckt. Ja. Aber Kilian, sein Gaumen, ist nicht das Kriterium für Millionen von Menschen, die das Getränk trinken. Das müsst ihr alle mal verstehen. Ja. Nur weil ihr eventuell sagt, ey, nee, das war jetzt nichts, die schmecken mir nicht, werden wir die Formel nicht ändern. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Es gibt so viele Millionen Leute da draußen, die das probieren. Und das ist das Kriterium dann am Ende. Und wichtig ist ja auch, dass du jetzt nicht todsauer gewesen wärst. Du findest es halt nur scheiße, da muss man ja nochmal klarstellen, wenn jemand halt wirklich respektlos darüber redet denn und so auf richtig so ranzig oder sowas tut. So, da ist ja auch nochmal der Unterschied, dass du jetzt hier nicht mich privat anschreibst und so, ey Digga, was soll denn das? Wieso hast du denn jetzt zu Grünen gesagt, würdest du den nicht nochmal kaufen? Weißt du, was ich meine? Dass die Leute das auch nochmal schicken, dass du jetzt nicht, dass ich mir jetzt hier nicht irgendwas von dir anhören muss, irgendwie privat, weil ich... Deswegen. Nee, sowieso nicht. Man kann ja sagen, dass es einem nicht schmeckt, wenn man es mit Respekt macht, verstehst du? Nicht auf abwertende Art und Weise, gerade wenn man eine Freundschaft pflegt. Aber alles gut. Also du weißt ja, kennst ja meine Meinung dazu. Ja. Ne? Easy, alles klar. Ey, alles klar, mein Lieber. Dann danke dir nochmal für den Koffer und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Ja, und nochmal 90 Sekunden Werbung. Ach, Digga, wirklich. Hau rein. Und ciao.
Digga. Ja. Ja, natürlich. Guck mal. Ich bin ganz ehrlich zu euch. So, wenn man mit jemandem privat befreundet ist, dann ist es immer noch mal ein bisschen schwerer, in der Öffentlichkeit zu reagieren, als wenn man ein Produkt in der Hand hat von jemandem, den man nicht kennt. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen anders mit umgehen. So, weißt du, ich denke, dass ich hier schon sehr ehrlich, zu bin. Und wir machen jetzt auf jeden Fall noch mal ein 6er-Ranking. Also, Fazit für mich. Ich habe das Gefühl, dass die Dreier-Sorten einen Unterschied zueinander haben. Es ist zwar dieselbe Marke, aber ich habe das Gefühl, dass diese Drops auf jeden Fall einen Unterschied voneinander haben. Ich finde, hier ist noch mehr Energy-Feeling drin als hier. Hier ist halt auch Energy, aber es ist angenehmer. Es fühlt sich halt... Also ich bin der Meinung, dass jemand, der zum Beispiel nie Energy trinkt, sich auf jeden Fall hier den mal ausprobieren sollte, weil das ist was anderes als Energy. Ist das krass? Finde ich cool. Der hat auch diese Gelassenheit in sich als Getränk, dass man das auch durchaus ausprobieren kann. Der ist natürlich schon intensiver. Ich würde jetzt auch nicht in diese Energy-Richtung gehen. Also wenn, dann geht der schon am ähnlichsten in eine Energy-Richtung. Ja. Aber der ist halt auch der geschmacksintensivste. Also auf Platz 1. Das ist natürlich schwierig, weil ich habe da wirklich... Also auf Platz 1 Kandidaten sind 3 Stück für mich. Wir machen die... Ey, ich muss hier aufpassen. Ich habe hier gerade 4 Liter Getränke, Alter. Wenn mir das umkippt, dann war es das mit meinen... Ding hier gewesen. Also das ist Platz 1 würdig. Das ist Platz 1 würdig und das ist Platz 1 würdig. Aber ich bin tatsächlich... Ich würde tatsächlich White Peach auf Platz 1 setzen. Aus dem Grund, ich trinke ja sehr gerne Eistee. Und das wissen die Leute auch. Ich trinke sehr gerne Eistee. Ich würde tatsächlich den neuen White Peach auf Platz 1 setzen, weil er mir ein sehr gutes Eistee-Feeling gibt, aber ein Energy ist. Natürlich, er schmeckt ein bisschen anders als ein Eistee, aber erinnert mich sehr an, das ist ein sehr milder, angenehmer Geschmack dafür. Ich finde den sehr schön. Also ich würde sagen sogar White Peach auf Platz 1. Wie gesagt, zwischen den beiden ist ganz schwer. Weil ich liebe, die drei liebe ich wirklich. Das sind 3, die ich mir auf jeden Fall wieder kaufen würde. Ich setze es jetzt mal so, okay. White Peach auf Platz 1. Tropical Exotic auf Platz 2. Und Blueberry Coconut auf Platz 3. So, jetzt haben wir die. Ich würde tatsächlich sagen, den setze ich auf Platz 4. Den setze ich auf Platz 4. Den auf 5. Und den auf 6. Doch, so würde ich. Ich glaube, so würde ich es machen. Tut mir leid, Monte, die beiden sind wirklich gut. Aus dem letzten Drop. Deswegen ist es schwer. Also ich kann. Die hier, die habe ich in den Himmel gelobt in meinem Video. Die beiden. Die beiden habe ich in den Himmel gelobt. Und deswegen ist auf Platz 4 jetzt nicht unbedingt schlecht, aber die drei sind King. Ist gut. Würde ich mir sogar wieder mal holen, wenn es da ist. Ist jetzt nicht so meins und, naja, kennst ja meine Meinung. Also rot. Aber ich würde jetzt so 4 von 6 würde ich wiederholen.